Dave, billigste versus teuerste Hotel Deutschland. Ich hatte schon ganz lange vor. Dave gibt wieder unnötig Geld aus, wir schauen ihn dabei zu. Let's go. Vor ein paar Hotels zu testen. Seitdem ich selber mit der Arbeit hier und da mal Hotels getestet habe, habe ich schon gesehen, was am. Ach so, entspannend. Ja, nee, lass uns drauf scheißen, Chat. Das war's mal wieder an der Stelle komplett. Am untersten Ende möglich ist, aber auch was vielleicht am obersten Ende möglich ist. Und genau deswegen testen wir heute das günstigste, was ist das teuerste Hotel in komplett Deutschland. Ich bin sprachlos. Ein Wasserschaden, das ist schon tatsächlich ein bisschen nasty. Ist mir wirklich so krank unangenehm. Preis-leistungsmäßig komplett stupid. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder viele Videos von anderen englischsprachigen YouTubern gesehen, die genau sowas gemacht haben. Letzte Woche hat Zeltix ein Video über das schlechteste Hotel in Köln gemacht. Wenn ihr das sehen wollt, checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Ich habe euch das hier verlinkt. Ich habe eine super lange Liste von Ideen schon seit Jahren auf meinem Rechner rumliegen, konnte es aber wegen Corona nie machen. Jetzt bin ich doppelt geimpft, jetzt kann ich irgendwie wieder so ein bisschen reisen und ein paar Hotels testen. Kurzes Update, wir probieren in den nächsten Wochen mal 2 Videos die Woche hochzuladen. Donnerstags etwas leichterer Content, sonntags weiterhin fetter Content und es kommt in den nächsten Wochen auf dein Herz, Dankeschön. Mit. Ich habe Fake aufgehängt. Also wird richtig fett. Viel Spaß. Kuss, Kuss, Kuss. Doppelter Content. Ich habe Find Hotel aufgemacht, eine super Website, um günstige Hotels und allgemeine Hotels zu finden. Die allerersten Hotels, die uns angezeigt werden, sind aber irgendwelche eine Person im 4-Bett-Schlafzimmer. Wir suchen natürlich ein Hotel, wo ich alleine schlafen kann. Und es startet. Aha, der will also wichsen. Bei 7 Euro, 6 Euro für irgendwelche Share-Zimmer. Was mich dann aber gewundert hat, ist, dass es bei 11 Euro losgeht mit dem günstigsten Einzelzimmer in Deutschland. Ah. Eine fantastische Bewertung von 8 von 10 Sternen. Vielleicht muss ich seine Bettwäsche selber mitnehmen. Irgendeine Art ist dabei, ich komme da an und dann steht kein Bett drin oder irgendwie sowas. Und in der Nähe von Stuttgart gibt es tatsächlich auch das absolut teuerste Hotel, in dem George W. Bush, Angela Merkel und alle anderen Größen der gesamten Welt schon untergekommen sind. Ich verrate noch nicht zu viel, aber ein kurzer Satz, damit ihr versteht, auf was für einem Level das ist. Zum Erstaunen vieler Gäste sind es jedoch weniger die vergoldeten Wasserhähne, das Champagnerfrühstück oder der Whirlpool mit Blick über die Dächer der Altstadt. An den schwindelerregenden Preisen ist vor allem der Butler schuld. Ein Butler? 10 von 10, also das ist das Level, auf dem wir uns bei dem teuren Hotel bewegen. Also das günstige so. Okay, komm, wir jumpen mal direkt rein. 10 Euro die Nacht. Digga, what the fuck? Ja, 11 Euro. Hä? Überkrass. Ich bin sprachlos. Ich bin ehrlich sprachlos. Hier 11 direkt Euro? Direkt eine Tour. Digga, es ist riesengroß. Es ist viel größer als die letzten Hotels, in denen ich war. Wir haben ein Doktorbett, aber ich bin natürlich alleine. Natürlich sind hier, solche Sachen würden in einem teuren Hotel nicht passieren, aber ich meine, wir haben 10,90 Euro bezahlt. Auch Ikea-Einrichtungen würde man sonst eher weniger sehen. Okay, gut. Der Müll ist nicht geleert. Wir haben Schmutz, aber wir schauen uns erstmal das Zimmer grob an und dann. Mashallah, hier die Executive Suite. Guck mal hier, Digga, hier werden Big Businesses gemacht. Dann gehen wir ins Detail. Wir haben ein Doppelbett, wir haben ein Sofa, wir haben einen Arbeitsbereich mit okay großem Fernseher. Es wird ein bisschen schwer, von da hinten dann noch irgendwas auf diesem Fernseher zu erkennen. Wir haben einen Schrank. Die Lampe todesnasty, oder? Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht optimal. Und wir sind tatsächlich mitten in der Stadt und nicht beim Bahnhof. Also hier ist keine Welche Stadt ist es, Chat? Könnt ihr mir kurz aushelfen, welche Stadt war das? Kleine Gegend oder so. Sondern hier spielt sich tatsächlich Leben ab. Hier sind Restaurants. Weiß es jemand? Ich hab's einfach geskippt, ich bastet. Und? Nee, Stuttgart war das teure Hotel. Das beeindruckt mich wirklich. Das ist in München. Aber das Schlimmste an günstigen Hotels sind vermutlich die Bäder. Und da schauen wir als nächstes rein. Beide Stuttgart, okay. Okay, es ist kein Luxusbad und wir haben alles, was wir brauchen. An der Ausstattung wurde gespart, aber wir haben genug Platz und wir haben ein Dach über dem Kopf. Also da kann man, und wenn man jetzt als Jugendlicher, als Student irgendwo auf Reisen ist, ist voll fein, no joke. Also ich skippe. Hier sehen wir die ersten zwei Stellen, hier sehen wir auch. Oh ja, ich weiß noch, ich war da vor 3 Wochen drin, ich habe da alles voll gespritzt, wirklich. Ich habe einfach den kompletten Nachttisch. Komplett, also ihr habt da alles voll gegisst, Mann. Auch noch irgendwas, ich will gar nicht wissen, was es ist. Oh. Es ist Wichser, es ist meine Wichser. Oh, okay, ja, hier ja, überall Kamm. Sind dann doch schon einige Stellen. Oi, okay. Hier haben wir auch etwas. Ja, ansonsten ist das aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, okay. Also es sieht jetzt nicht so aus, als könnte man sich auf gar keinen Fall hier ins Bett legen. Mhm. Aber wie sieht's im Bad aus? Okay, bisher eigentlich ganz okay. Okay, die Toilette gucken wir ganz zum Schluss. Ja, hier um die Toilette drumherum sehen wir natürlich schon die ein oder andere Verschmutzung. Hier auch. Aber es ist deutlich weniger schlimm als gedacht. Unterm Spiegel, an der Steckdose auch. Das ist
ziemlich sauber. Bei der Badewanne könnte ich mir auch vorstellen, dass es schrecklich ist und dass diese Sachen einfach Da wurde so viel reingewickst. Verlässigt werden. Oh. Digga. Hä? Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Okay, da oben. Ja, da weiß ich noch, da habe ich hingeschissen. Gab es anscheinend einen Wasserschaden, das ist natürlich nicht gut. Und jetzt die Toilette, das große Finale. Oh. Ja, hier sehen wir natürlich einige Verschmutzungen. Na gut, oben schon halt, ne? Ja, ist halt Pisse. Das ist schon tatsächlich ein bisschen nasty. Ist halt aber ganz im Ernst, hier war auf jeden Fall jemand drin und hat geputzt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich gründlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll mit 10,91 Euro pro Nacht. Schon crazy. Aber es funktioniert. Also für 10 Euro, no joke, TV-Test. Wie gut ist das Bett? Das Bett ist... fein, würde ich sagen. Ist es... Bro, für einen Zehner, was willst du? Okay, aber wir haben gerade eben schon gesehen, das Bett ist sauber und eine Nacht hält man es hier wirklich aus. Ja. Aber all in all, welche Bewertung würde ich diesem Hotelzimmer geben? Das Zimmer an für sich ist groß, die Lage ist super. Das sind zwei positive Punkte. Negativ ist aber definitiv der Zustand. An einigen Stellen sind Sachen kaputt, man sieht, dass es einen Wasserschaden gab. Es ist so ein Stundenhotel, Digga, da nimmst du irgendein leichtes Mädchen und dann... Der Schrank ist komplett am Wackeln und... Dave meint auch, glaube ich, dass er sich am Abend noch richtig fett reingegönnt hat. Der hat sich so eine Escort mit Chef Strobel geteilt. Die Ausstattung ist natürlich nicht 10 von 10. Bist du noch bei Palle? Ja, genau. Weil Preis-Leistung aber ein einzelner Punkt ist, den wir bewerten, lassen wir das erstmal außen vor. Das Zimmer all in all kriegt von mir eine 5 von 10. Es ist genau in der Mitte. Es geht viel besser, es geht aber auch viel, viel schlechter. Wir haben Platz, alles ist eigentlich fein. Nächster Punkt, Service. Können wir eigentlich direkt abkürzen, es gibt keinen Service. Der Service, den wir unten an der Bedienung hatten, war eigentlich ganz nett, war super, ist aber auch nicht 24/7. Das ist okay. Aber eher eine 3 von 10. Mhm. Verpflegung, fast genauso unnötig, das zu bewerten wie Service, weil außer einem Snackautomaten, in dem man ein bisschen Getränke und Snickers unten neben der Rezeption kaufen kann. Welches Hotel ist das? Keine Ahnung. Ist hier nichts da. Aber wir sind mitten in der Stadt, wir könnten hier sofort irgendwo essen gehen. Deswegen ist es nicht so schlimm, aber die Verpflegung ist eine 3 von 10. Okay. Sauberkeit, wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte bei Hotelzimmern, 10, hat mich... ehrlich, komplett überrascht. Würde ich sagen, der Müll war nicht leer, was mich ehrlich ein bisschen gewundert hat, weil ansonsten war das Zimmer ziemlich sauber. Ich würde dem Zimmer wirklich, was Sauberkeit angeht, eine 7 von 10 geben, weil ich würde mich hier nicht unwohl fühlen, jetzt duschen zu gehen. Es ist... Hast du noch Kontakt zu Miguel Pablo? Hatte ich jemals Kontakt mit Miguel Pablo? Fein. Und der letzte und krasseste Punkt bei diesem Zimmer, Preis-Leistung, das kann ich direkt sagen, es ist für mich eine absolute 10 von 10. Wir haben 10,90 € bezahlt, ich habe keine Ahnung, wie sich das hier rentieren soll. Ich brauche bei einem Stadthotel einfach nur das. Ein Bett, ein sauberes Bad und eine geile... Und das ist wirklich eine 10 von 10. Fein. Und hätte ich mehr Zeit für dieses Video, hätte ich hier eine Nacht verbracht und hätte euch dann vernünftig sagen können, wie die gesamte Experience gewesen wäre. Aber der hat da nicht gepennt, sondern natürlich im Luxushotel. Alles klar, Dave, wir wissen's. Leider habe ich nur einen Tag Zeit und deswegen muss ich mich leider erbarmen, jetzt in dem teuersten Hotel Deutschlands in Baden-Baden zu schlafen, wo wir jetzt hinfahren. Ich bin da. Ich hätte gerne ein Zimmer für eine Nacht. Und ich habe mein Auto draußen stehen und sehe den Parkplatz. Wunderbar. Kurze Frage, soll man den Tesla auch anschließen? Das wäre super, ja. Genieße die Zeit, Hermes. Gute Stunde. Mach ich. Danke sehr. Oha, Bro, what the fuck? Sollen wir dir den Tester, wenn Sie möchten, gebe ich noch eine kleine Haustour. Eine kleine Haustour hier. Das wäre super. Wir haben... gerne einmal eintreten. Danke. Schön, dass Sie da sind. Und wenn Sie was brauchen, rufen Sie gerne an oder kommen Sie einfach vorbei. Danke. Mashallah, Bro. Digga, einfach das Dena-Hotel. Junge, unter dem Standard kann Dena gar nicht mehr pennen, Alter. No joke, wenn Dena nicht der Arsch hinterhergetragen wird, schläft er nicht ein. Wie teuer ist das? Digga, what the fuck? Es ist wirklich... Ist das Hotel in Baden-Baden in diesem Casino da bestimmt, ne? Unglaublich, weil das Zimmer sieht ziemlich basic aus, aber man sieht und man fühlt und man riecht, dass alles absolut, wirklich absolut höchster Standard ist, das Beste vom Besten, was möglich ist. Man spürt das einfach. Und direkt der Service, wie ich das Intro hier bekommen habe, ist natürlich ein komplett anderes Level. Und das ist das Zimmer. Schon schön. Also nicht schön, aber sehr gehoben. Hier kommen wir ins Zimmer rein und schauen direkt hier auf unser riesiges Bett, das deutlich, deutlich bequemer aussieht als in dem Hotelzimmer, in dem wir gerade eben waren. Wer hätte es gedacht? Auf der linken Seite hier haben wir eine komplett riesige Schrankwand, die ich natürlich nicht brauche, wenn ich nur eine Nacht da bin.
Ganz wichtig, in dem Schrank, wo Standard-Skill. Von hier aus geht's weiter an unser Nachttisch und unser Bett. Wir haben hier direkt an unserem Bett. Das ist sau praktisch, dass die hier die Tische direkt verspiegelt gemacht haben. Dann kann man seinen Koks viel besser rationieren. Also das ist halt wirklich ein Hotel für reiche Leute. Da braucht man keinen Spiegel quasi. Das ist so reflektierender Klavierlack. Da kann man sau gut drauf koksen. Das ist wirklich ein tolles Hotel, wirklich. Also perfekt für reiche Leute. Alle möglichen Knöpfe, um alles zu bedienen. Wir können das Wi-Fi ausmachen und das komplette Licht. Viele Leute. Warum soll man das Wi-Fi ausmachen? Oh, Strahlungen. Leute haben keinen Bock auf Strahlung und keine Ahnung was. Dann kann man das hier direkt am Bett ausmachen. Alles klar, Bro. Entspannt, ich zieh den Aluhut aus. Das Bett testen wir gleich. Über dem Bett haben wir aber drei Bilder, die symmetrisch angebracht sind. Das war in dem anderen Hotel leider auch relativ schwer zu finden. Oh, die sind sogar symmetrisch angebracht. Ja. Aber man sieht schon, dass wirklich einfach alles absolut höchster Standard ist. Also diese Kissen in Hotels sind die nastiesten Shitkissen, die es gibt. Bei Gott, die werden immer draufgelegt und das Erste, was man macht, ist sich aufs Bett schmeißen. Dieses Kissen mit diesem Weirdo-Überzug, diese Tagesdeckenkissen und die Tagesdecke. Bei Gott, ich muss die immer sofort runternehmen. Ich kriege immer einen Anfall dabei, Bro. Ich weiß nicht, was man... Ich habe immer so ein bisschen Sorge, Digga, dass irgendeiner rankommt und direkt sein Dick darauf wipet oder so. Dass man... Ey, die werden ja nie gewaschen, oder? Die werden ja nie gewaschen. Wisst ihr, was ich meine, Chat? Also, safe werden die hier gewaschen in dem Hotel. Aber die braucht man noch nicht. Digga, ich war mal in einem Hotel, da hatte ich 7 Kissen. 7 fucking Kissen. Bro, ich schlaf eh schon so. Ich brauche nicht noch mehr, meinen Körper zu verformen. Also wirklich... Top-notch. Vor dem Bett haben wir so eine kleine Couch, der Koffer. Erfahrung aus dem Etapp. Der natürlich von dem Service-Mitarbeiter ins Zimmer gebracht wurde. Dann hier so ein paar kleine Aufmerksamkeiten vom Hotel. Wir haben eine Kaffeemaschine, bisschen mehr Wasser. Minibar, zeig Minibar. Bisschen mehr Wasser. Kleine Minibar. Chillig, danke für das Salzwasser. Dann ein Arbeitsbereich. Regenschirm, was mir auch sehr positiv aufgefallen ist. Regenschirm ist no joke. Selten im Hotel. Und es ist, dass das komplette Zimmer indirekt beleuchtet ist. Also man hat nicht so eine super helle Lampe von der Decke. Das wäre auch sehr ungewöhnlich. Chat, aber Alter, das war in einem anderen Hotel so. Und das hier fällt einfach positiv aus, dass es wirklich sehr gut ausgeleuchtet ist. Fernseher ist jetzt nicht 10 von 10, aber ist ein decent Fernseher. Und jetzt das Bad. Wunderschön. Wirklich alles in so Sandstein. Oha, Dusche, Badewanne und Telefon beim Kacken. No joke, ich habe das Kacktelefon beim Klo. Also... Ich benutze das sehr, 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 sehr selten. Aber ich habe schon 2-3 Mal ein Meeting gehalten quasi, das Pupophone. Das heißt, ich habe quasi geschissen und meinen Business-Call dabei gehabt über dieses Telefon. Das ist actually lustig, bis zu dem Zeitpunkt, wenn man einen ziehen lässt, Bro. Und dann die Leute am anderen Ende, also das war ein Kollege von mir, mit dem ich da gesprochen habe, durch den Hall im Badezimmer mitbekommen, dass man gerade am Scheißen ist. Farben, sehr hochwertige Dusche mit Regenkopf, diverseste Lotions, alles da. Dann natürlich so Sachen wie hauseigene Bademäntel. Also ich verstehe nicht, dass Dave tatsächlich jetzt in den 10-Euro-Hotel nicht geschlafen hat. Das ist doch kompletter Trash. Eigene Handtücher, ein absoluter Traum. Und das ist im Prinzip das Zimmer. Die Badewanne haben wir einfach mal außen vor gelassen. Gibt es hier irgendwie sowas wie eine Art Flashlight oder so, also dass man quasi noch so eine Art Sextoy im Hotel hat? Das wäre doch eigentlich voll die gute Idee, oder sage ich mal, dass man das quasi schon gebraucht im Hotel einfach bekommt. Also, dass man das quasi einfach hat. Voll die gute Idee, oder? Hygienisch ist es doch top. Was sagt ihr, Chat? Einfaches Toastbrot. Danke für den Resub. Kuss. Bevor wir uns aber jetzt anschauen, wie sauber das Zimmer ist, wie gut das Personal ist. Was kostet der Schmutz? Wie gut das Essen schmeckt, wir das alles hier ausprobieren. Einmal kurz der Preis, bitte nicht umfallen, damit ihr das in Relation stellen könnt zum letzten Hotel. Dieses Zimmer kostet mich für eine Nacht 630 Euro. Okay, ich hätte jetzt echt mehr gedacht tatsächlich. Also für ein Einzelzimmer, es ist insane teuer, es ist fucking insane teuer. Aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es teurer wäre. Ich dachte so ein Düsi oder so. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten natürlich jetzt auch keine Suite in dem Hotel. So eine Suite in so einem Laden, oh Gott, die kostet so 13, 14, vielleicht 20.000 oder so. Waldorf Astoria, Bro. Ich war mal ganz oben drinne. Story of Waldorf, das ist, also Digga, das ist so 40.000 die Nacht, so, da denkt man sich dann so, hä? Das aber jetzt auch mit der Sauberkeit auch. Nicht mal Präsidenten-Suite, cringe. Aus dem 10 Euro. 630 Euro, ich kaufe mir Weed-Cuppy. Wo es immer mithalten kann, das überprüfen wir jetzt. Und hier gehen wir richtig ins Detail. Ja? Na, erster Griff. Und Kokain auf dem Fernsehen. Bensemann, Kuss. Enttäuschend. Mal gucken, wie groß das Reinigungspersonal ist.
ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, ne? Alter, oha. Überall Koksstaub. Aber dieses Zimmer kostet 630 Euro. Drei Griffe, dreimal Staub gefunden. Ich glaube, ich werde Hoteltester. Oh, nee. Fuck, Alter. Ich dachte ehrlich, bevor ich den ersten Griff gemacht habe, okay, in diesem Hotel werde ich nichts finden. Nee. Unterm Bett ist es auch sehr sauber, in den Schränken. Es ist auch sehr sauber, diese sind beleuchtet. Ach du Scheiße. Ist natürlich komplett anderes Level hier mit Einbauschränken und so. Ansonsten... Da lag gerade die neue AMA Studio-Kollektion drin, chillig. Das ist natürlich alles top-notch von der Sauberkeit. Zumindest das, was sich mit bloßem Auge erkennen lässt. Und bevor wir jetzt mit dem UV-Licht... In der Schweiz lachen die über 630 Euro, zumindest wo ich wohne. Da ist richtig Luxus. Okay, Lea Helena, aber wieso hast du dir noch nicht 1000 Subs gegiftet, wenn du so reich bist? Das Detail gehen, bestelle ich als erstes Essen. Ich habe mich dagegen entschieden, im Restaurant zu essen. Einfach, weil ich das Essen filmen will, weil ich es vernünftig testen will. Deswegen muss ich es wohl oder übel leider aufs Zimmer bestellen. Und wir schauen jetzt erstmal, was es da so alles gibt. Knusprig gebratener Blumenkohl. Gegrillter Wolfsbarsch. Tranché von... Gegrillter Wolfsarsch? Hä? einfach Ass-Eaten von einem Wolf? Hat der gerade Wolfsarsch gesagt? Gegrillter Wolfsarsch? Leider aufs Zimmer bestellen und wir schauen jetzt erstmal, was es da so alles gibt. Knusprig gebratener Blumenkohl. Gegrillter Wolfsbarsch. Wolfsbarsch, alles klar, Digga. Entspannt. Tranché. Aber ein Wolfsarsch wäre auch nice. Einfach mal Ass eaten von so einem Köter. Entspannend. Vom Milchkalbsrücken. Hm? Ich würde gern Essen bestellen. Ist das noch möglich? Knusprig gebratener Blumenkohl. Ah, okay, das ist nicht möglich. Wagyu Burger ist klingt gut. Tschüss. Die Hauptküche hat zu, weswegen ich fatalerweise auf einen Wagyu Burger und einen kleinen Salat zur Vorspeise umsteigen musste. Cringe. Ich find's voll geil. Also Dave, das wissen jetzt viele Leute nicht, Dave hatte tatsächlich in Stuttgart ein Date und hat da einen im Billighotel weggemacht und dann in Baden-Baden auch nochmal ein Date gehabt und hat da jetzt eine auf Luxus weggemacht. Also es ist eine sehr gute Idee, sich einfach ein teures Hotel zu nehmen, dann eine da wegzuscheppern und das dann von der Steuer abzusetzen, Dave. Da muss ich an der Stelle sagen, Pork you, man. Schauen wir mal, aber ich glaube, das soll das auch tun. Ich hatte mich doch schon so auf meine frittierte Wassermelone gefreut. Was? Licht aus, Taschenlampe an, let's go. Wir starten beim Bett und... Welcome to the cum zones. Hier, wenn das so ein bisschen am Leuchten ist hier, dann sind das einfach Fussel. Hier ist nirgendwo Alter, irgendwas. Krass. Tisch. Auch komplett crazy. Sauber. Okay, das ist komplett sauber. Und jetzt das große Finale, das Badezimmer. Hä, wie geht das? Ohne Witz. Ah, hier sehen wir kleine Verunreinigungen. Ich sag's euch, wie es ist. Bei uns ist die Dame, die bei uns sauber macht, Putzfrau klingt so abwertend, also das Reinigungspersonal quasi, die Housekeeperin, ich sag Housekeeperin, die bei uns in der Wohnung sauber macht. Bro, die ist da, tipptopp. Tipptopp, wirklich alles vom Feinsten. Ich bin einmal Zähne putzen, alles ist wieder für den Arsch. Ganz kleine. Ja, da. Hier sehen wir auch so ein bisschen. Ein bisschen Wichse. Ansonsten ist das aber natürlich top notch. Ich hätte schon erwartet, dass der Business-Tisch voll gespritzt ist. Ich actually auch. Die Wanne ist komplett sauber. Sauber. Ja, hier an der Wand sehen wir ein bisschen Da sind ein paar Cum-Stains an der Decke, klar. Und jetzt die absolute Königsdisziplin, das Klo. Oh, hier sehen wir überall ein paar Spritzer. Ja, ein paar geile Spritzer. Maelo Romani, Kuss auf dein Auge. Bis auf minimale Stellen. Ja, da wurde der Dick gewiped. Ist das 10 von 10. Digga, das ist komplett krass. Also da muss ich wirklich sagen, das beeindruckt mich echt, weil egal wie gut das Hotel ist, das sind die Stellen, an denen man verkackt. Aber hier ist alles picobello. Jetzt muss nur noch das Essen stimmen und dann ist es wirklich eine absolute Experience. Schönen guten Abend. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Darf ich den Tisch richten? Ja, wunderbar. Den Tisch richten? Den Burger wunderbar. Medium. Guten Appetit. Na, danke, schönen sehr. Abend noch. Danke. Tschüss. Wen will der hinrichten? Bro. Darf ich den Tisch richten? Hä? Das ist so falsch. Gibt's noch so einen, der einen Abend einen Jacks in diesem Hotel? So auf Housemate aus dem 18. Jahrhundert so. Maria, ja, ich würde gern wichsen. Und dann kommt eine und... Ist mir wirklich so krank unangenehm, weil halt die ganze Zeit Leute kommen, die deutlich älter sind als ich. Und ich denen am liebsten, jedem von denen sagen würde so, ey, ich mach das nur fürs Video. Ich mach das nicht so aus privaten Gründen. Aber was geht, ist mir schon leicht unangenehm, muss ich wirklich sagen. Das hier ist unser Abendessen. Wir haben zur Vorspeise... einen gemischten Salat, der wunderbar aussieht. Dann Pommes als Beilage und als Hauptgericht ein Wagyu-Burger.
Baby. Das ist komplett krass. Da würde ich sogar als Vegetarier mal kurz reindippen. Danke. Ey, was geht? Max, ich brauche deine Expertenmeinung. Die Hauptküche hatte zu, deswegen konnte ich nur noch diesen einen Wagyu-Burger bestellen. Ach ja, klar. Man sieht eindeutig, dass die Hauptküche zu hat. Also das ist erbärmlich, was da steht. Und ich als Koch muss sagen, dass ich mich sehr schäme. Ja. Lass dich schmecken, Bro. Danke. Cringe, dass Max denkt, dass er Koch ist. Er ist YouTuber. Oh, ich bin fertig mit dem Essen. Der Burger war so eine 8 von 10. Der Salat war eine absolute 10 von 10. Aber Preis-Leistung. Wieder da im Bademantel. Komplett. Digga, Dave sieht so. Also, Bro. Der sieht so. Also, Bro. Der sieht so reich aus. Also, sorry, Mann. Du siehst so fucking reich aus. Holy shit. Also, wenn dein Dad dir nicht mindestens 3 Immobilien gegeben hat, dann weiß ich auch nicht, Bro. Stupid. Das Essen, was ich gerade gegessen habe. Ja, wir gehen jetzt noch in den Spa-Bereich. Die hat nämlich bis 3 Uhr nachts auf. Habe, hat 59 Euro gekostet. Ich würde... Für einen Burger ist es eigentlich entspannt, ja. Das muss ich auch nochmal sagen. Ich würde sowas niemals privat machen. Nein. Er würde sowas niemals privat machen. Nein. Nein. Würde er nicht. Wir waren noch nie privat so teuer essen. Nein. Waren wir nicht. Nein, nein, nein. Würde er nicht. Nein. Ich bin nie privat in Hotels und ich... Nein, waren wir auch noch nie. Ich mache das Real Talk nur fürs Video. Ja, yeah, fürs Video. Ja, ja. Natürlich nice, aber ich mach's nur fürs Video. Yeah. Jetzt heißt es schlafen und, yeah, und morgen den Rest vom Hotel abchecken. Mashallah, die haben einen Hahn im Hotel. 8 Uhr morgens, ich habe unheimlich gut geschlafen. Das Zimmer sieht hier im Morgenlicht nochmal viel besser aus und es ist ein absoluter Traum. Und ich freue mich ganz besonders aufs Frühstück und auf mein fertig vollgeladenes Auto. Ein absoluter Segen. Bro. Das Frühstück war ein absoluter Traum, aber eigentlich muss das jemand bewerten, der deutlich mehr Ahnung hat als ich. Das Ambiente war atemberaubend, mein Platz war mitten im Garten, direkt an einem Brunnen. Die Brötchen waren frisch und beim Service muss ich gar nicht erst anfangen. Das Personal ist wirklich auf einem anderen Level und die Auswahl war top. Mhm. Das Omelett war perfekt und hübsch zubereitet. Und mein frisch gepresster Orangensaft in Kombination aus Lachs... Mhm. Dave, was hast du gerade für eine Scheiße geschrieben? Und mein frisch gepresster Orangensaft in Kombination mit Lachs hat mich vitaminreich und ausgewogen in den Tag starten lassen. Dave, wirklich. 9 von 10 Punkten. Und damit endet meine Nacht im Brenners Park Hotel in Baden-Baden. Es war ein absoluter Traum. Ich habe mehrmals probiert, mit der Kamera in den Spa-Bereich zu gehen, weil der Spa-Bereich oder... Du fucking Creep, Mann, das macht man nicht, die sind alle nackt. Die Spa-Bereiche auch Aushängeschild für das Hotel sind. Aber... Da sind tatsächlich Leute. Auch die anderen Gäste haben genauso viel oder wenn nicht sogar mehr für ihre Hotelzimmer bezahlt und wollen vielleicht nicht von einem 22-jährigen Dulli-YouTuber im... Nackt in einem Spa-Bereich gefilmt werden, ganz genau. ...im Spa-Bereich genervt werden. Ich war aber da, es war ein absoluter Traum, das ist halt alles absolut erste Sahne. Kommen wir zur Bewertung vom Brenners Parkhotel. Das Zimmer. Groß, unheimlich hochwertig eingerichtet. Kein Balkon, 8 von 10. Und doppelte Türen, um gegen Strahlung, WLAN-Strahlung und sonst was zu schützen. Cool. Der Stil muss einem gefallen. Es ist alles so ein bisschen älter, traditioneller, konventioneller. Ich mag das, ich fand's super und es war trotzdem nicht altbacken. Einziges Problem, der Ausblick war nicht das Maximum, was möglich gewesen wäre. Deswegen Zimmer von mir 8,5 von 10 Punkten. Service. Wo soll ich anfangen? Es war ein absoluter Traum. Bei der Anmeldung im Hotel habe ich quasi so eine Museumsführung bekommen, halbe Stunde durchs Hotel, komplett erklärt bekommen, was da abgeht, wie das läuft. Währenddessen hat sich jemand anders darum gekümmert, mein Auto zu parken und ans Laden zu hängen. Die Leute waren super professionell, aber gleichzeitig irgendwie nahbar, persönlich und haben gecheckt, okay, da kommt jemand, der ist jung, der muss jetzt nicht auf absolut perfektem Hochdeutsch angelabert werden, sondern der ist irgendwie auch... Dickerschön, sollen wir die Hotelzimmer bringen, ja? Halbwegs normal, mit dem kann man so sprechen. Trotzdem super professionell, bisschen distanziert. Service 10 von 10, ganz klar. Verpflegung, leider konnte ich abends die Hauptküche nicht testen, obwohl in der englischen Karte stand, dass sie eigentlich noch geöffnet haben müsste. 0 von 10. Schlecht. Aber abseits davon wurde natürlich trotzdem möglich gemacht, dass ich noch was essen kann. Ich habe einen sehr guten Salat gegessen, einen guten Burger, der aber jetzt nicht überragend war und leider waren die Pommes kalt. Deswegen bekommt das Essen von mir 7,5 von 10. Ich hätte mir noch so ein
Funken mehr erhofft. Frühstück war wirklich perfekt, da habe ich gar nicht. Sind die gut und liefern den erweiterten Pech, ist okay. Keine Ahnung, Bro. Kann ich dir nicht bewerten. Sauberkeit. Ihr habt's gesehen, alle wichtigen Stellen super clean, alles perfekt, alles gebügelt, alles 1A. Wenn man danach gesucht hat, hat man auch Sachen gefunden. Man könnte bei dem Preis erwarten, dass es gar nichts gibt, deswegen gibt es dafür Punkteabzug. Aber für mich hat es wirklich quasi keinen Unterschied gemacht. 9 von 10 für die Sauberkeit. Preis-Leistung. Oh boy, wo fängt man da an? Ich würde sagen eine 3 von 10 oder eine 4 von 10. Ich habe mein Leben lang nur Urlaub im Wohnmobil gemacht, war nie im Hotel, deswegen... Der lügt so, seine Eltern haben 13 Hotels. Dann bin ich eh ziemlich fern davon, sowas privat zu machen, aber wir tun das für die Wissenschaft, für den YouTube-Kanal. Deine Eltern haben 13 Hotels, was redest du? Dein Vater ist Jonathan Ben Hilton. Und obwohl ich eigentlich überhaupt kein typischer Hotelgänger bin, obwohl ich selber nie privat Urlaub in Hotels mache, habe ich den Abend wirklich sehr genossen. Von uns Normalos wären wahrscheinlich die allerwenigsten bereit, 735 Euro für die Nacht mit dem Essen auszugeben. Aber in irgendeiner Welt hat es sich gelohnt. Weil es eine Erfahrung war, weil es mein erstes Mal war. Für mich hat sich diese eine Nacht gelohnt. Habt ihr gehört, Dave hatte sein erstes Mal im Hotelzimmer. Aber es wird natürlich kein Dauerzustand. Preis-Leistung 7 von 10. Komplett unnötig, aber irgendwie auch geil. Es war mal... Ich hätte eine 6 von 10 gesagt. Ein sehr anderes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn ich in den nächsten Wochen die teuerste Suite in ganz Deutschland auschecke. Alles klar, Dave. Jetzt auf einmal Hoteltester geworden. Entspannend, Digga.